eine Ameisengesellschaft. Ja, das ist ganz perfekt gemacht, auch grausam perfekt. Wer da nicht richtig arbeitet, wird sofort von der Soldatenameise in zwei Stücke geschnitten. Und ist die Sache vorbei. Ja. Gut. Mineralien, meine Lieben. Und ich muss es nochmal sagen, die Handlungen der Ameisen sind geordnet. Ja, wenn ihr auf einen Ameisenhaufen schaut, das ist eine Seele, wenn man so will, Ehenmanifestation, eine Gruppenseele. Da ist alles, da oben ist das alles ganz total geordnet und es gelingt hier unten, diese Ordnung wieder zu spiegeln im physischen Bereich. Was ist mit Steinen, Mineralien? Na, die haben auch ein Bewusstsein. Das liegt auf dem höheren Mentalplan. Etwas höher, klingt seltsam, als dem der Pflanzen. Klingt seltsam, ist aber so. Wird so gegeben. Ja. Wir nennen es karmapranisches Bewusstsein. Der Mensch, jetzt kommt's, wird dieses Bewusstsein auch erlangen, aber eben indem er auch seinen jetzigen Bewusstseinszustand aufrecht erhält. Wenn er dies hat, meine Lieben, und das hat jetzt zu tun mit den Runden und mit den verschiedenen Globen. Wenn wir dieses Bewusstsein haben, brauchen wir nicht mehr in einen physischen Körper zu kommen. Dann können wir, sind wir für die oberen Globen bereit oder können Nirvana erlangen. Nicht mehr inkarnieren. Also, Steine unten auf dem physischen Plan, Bewusstsein, obere Partien des Mentalplanes. Von daher werden ja die Kristalle und alles angeordnet. Große Alchemisten konnten sich auf diesen Bewusstseinsstand bereits erheben, obwohl das Mineral physisch unten ist, und konnten dann von dort, sagen wir mal, die Struktur beeinflussen. Aus Stein Gold machen oder aus Metall Gold machen und so weiter und so weiter. Hat alles unter anderem damit zu tun. Wenn wir als Menschen erstmal unser Bewusstsein dahin bewusst herauftragen können, dann können wir uns selber aus den Strukturen einen Leib bilden und da haben wir dann wieder diesen manasaputrischen Kriya-Shakti-Aspekt. Interessant übrigens, Creation ist das Englische, Kriya-Shakti, seht ihr wieder das Sanskrit, wie sich das manchmal überträgt in Sprachen, denn das war ja davor. Wenn wir das können, wenn wir unser Bewusstsein, ein Meister kann das, ja, ein Heiliger kann das, weil der ja Zugang zu allen Plänen hat, kann der seinen physischen Körper neu bilden, denn auch das stärkste Bewusstsein kann keinen physischen Körper bilden, der ewig hält. Es geht nicht. Das heißt, wenn der physische Körper eines Meisters abgelaufen ist, kann dieser entweder den Körper eines Schülers benutzen, der es ihm erlaubt oder indem er das dann ausmacht und dann eben zwei Wesenheiten in diesem Körper. Oder er kann selber, weil er ja auf dem manasischen Plan der Mineralien ist, zum Beispiel, einen eigenen Körper sich erschaffen durch Kriya Shakti. Und so hat sich Jehova, Planetenengel der Erde, die Erde gebaut. Und da nichts, was in Manifestation ist, vollkommen ist, es sei denn, es hat Nirvana erlangt und hat Nirvana entsagt, ist natürlich auch dieser Planet Erde nicht vollkommen. Er ist aber gebaut von Jehova, mit Interaktion aller Wesenheiten, die da drin sind und die karmisch damit geboren wurden oder die karmisch zu diesem Planeten gezogen wurde. Meine Lieben, wenn der Mensch denkt, fühlt, will, dann müssen diese Gehirnteile später getrennt werden. Das Bewusstsein des Menschen muss über das Gehirn herrschen. Wie? Wie beim Ameisenhaufen das höhere Bewusstsein herrscht. Und auch da unterscheidet man Arbeiter, Männchen, Weibchen und so weiter. Und in der Weise ist auch im Gehirn später eine genaue Unterscheidung der drei Teile.
Dann sind wir Schöpfer, die die Dinge selber erschaffen. Ja? Da wir dann natürlich nicht vollkommen sind, erschaffen wir keine vollkommenen Dinge. Übrigens, wenn jemand, der Nirvana entsagt hat, nun auf den physischen Plan geht und da etwas erschafft, ist das auch nicht vollkommen. Denn die Natur der Materie ist Veränderung. Dem kann niemand entgegenwirken. Wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, kommen Wellen und danach ist wieder Ruhe. Ich kann natürlich wieder neue Wellen erzeugen, das ist richtig. Aber das Gesetz von Mula Prakriti, der Urmaterie, ist ständige Veränderung hintreibend zur Harmonie, so wie das sich ständig verändernde Oberfläche eines Sees hintreibt zur Harmonie der Glattheit des Sees. Aber, wie gesagt, wie Jehova die Erde erbaut, so kann der Mensch dann auch seinen Planeten bauen. Und er wird dann auch, lehrt das Buch des Lichts, entweder Planetenengel oder eine Wesenheit, die sogar ein ganzes Solarsystem unter sich hat und so weiter und so weiter. Aber dazu muss man eben das entsprechende Bewusstsein erlangen. Und das bekommt man eben mit dem Verstand, mit dem Manas. Entweder indem wir in der Meditation alles beobachten, auch das Denken, bis es kommt und geht und so weiter, und dadurch immer weiter Kontrolle über das Denken haben. Die meisten Menschen denken Dinge, die sie gar nicht wollen. Der Besessene denkt etwas, was er überhaupt nicht denken will und wird besessen und so weiter und so weiter. Zwischen diesen Extremen bewegen sich die Wesenheiten. Und wenn wir dann dieses Organbewusstsein damit erfüllt haben, mit der totalen Kontrolle, und wir hatten zu Beginn des Vortrages auch schon gesagt, des anderen Vortrages über die Engel, dass wir Kontrolle haben müssen über die 7 verschiedenen Hüllen, die uns umgeben. Seht mal, das Organbewusstsein, ich habe darüber gesprochen davor, Leber, Niere, Herz, Milz und so weiter, was es alles gibt, kann die Ziele sehen, die es hat. Aber es hat nicht allein die Mittel, diese Ziele zu erreichen. Beispiel, wie ein Diener sehen kann, was sein Herr eigentlich braucht, sagen wir mal. Wenn der Herr aber nicht sagt, bring mir das oder mach mir das, oder besorge mir dies und jenes, kann der Diener das nicht beeinflussen. Er erkennt aber das Ziel. Er braucht den Herrn. Jetzt mal nur als Beispiel, um dienbar in diese Richtung zu wirken. Also das bloße Organbewusstsein kann das nicht erkennen. Es hat nicht die Mittel dazu. Das geschieht, um bei unserem Vergleich zu bleiben, beim rationalen Bewusstsein. Ja? Da muss ich wieder Blavatsky zitieren. Zum Beispiel hat ein in einem Zimmer eingeschlossener Hund den Instinkt herauszukommen, aber er kann nicht, weil sein Instinkt nicht genügend vernünftig geworden ist, um die notwendigen Mittel zu ergreifen, während der Mensch die Situation sofort erfasst und sich frei macht. Naja. Also, meine Lieben, wie unterscheiden wir laut Buch des Lichts? Da haben wir einmal das Bewusstsein unserer einzelnen Organe. Herz, Niere, Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, Gehirn, natürlich alles. Auch das Gehirn ist ganz interessant, hat ein eigenes Zielbewusstsein. Aber letztlich ohne die Monade, den wahren Herrscher, wackelt das Gehirn zunächst mal hin und her, Leben für Leben. Und macht Sachen, oder anders gesagt, das Gehirn kennt das Ziel, kann es aber der Monade nicht mitteilen, weil die Monade noch nicht bereit ist, weil sie eben noch nicht durch diese Erfahrung gelernt hat. Wir haben also einmal ein Bewusstsein, das alle Organe haben, nennt jedes Organ des Körpers und es hat sein eigenes Denken und Bewusstsein, das übrigens zielgerichtet ist, aber ohne die höchste Struktur nicht dieses Ziel erreichen kann.
Dann haben wir astrales Bewusstsein von Tieren, wir wissen Pflanzen und auch geistig behinderten Menschen, so seltsam das klingt. Ja? Dann gibt es ein Bewusstsein der Steine. Es ist ganz seltsam, wenn ich jetzt sage, der Mensch kann sich das später, kann das später bekommen. In dem Fall stimmt das. Die Steine haben das von ihrem Mentalplan aus und können deshalb auch, kann dieses Bewusstsein von dort auch die Mineralien auf der Erde überhaupt manifestieren. Kann diese Ausdünstungen des Menschen, die früher feinstofflich waren, jetzt beeinflussen und kann sie entwicklungsmäßig treiben, monadisch, bis der Schritt ins nächste Reich, das ist dann zum Beispiel das Pflanzenreich, gewährleistet ist oder gemacht werden kann. Wenn der Mensch in seiner jetzigen Entwicklung dieses karma-pranische Bewusstsein von zum Beispiel Mineralien entwickelt, dann kann er natürlich, ist er allmächtig, in gewissem Sinne, kann er Strukturen schaffen. Und dann gibt es ein Bewusstsein, das ist das Verstandesmäßige. Ja? Das ist eben Karma Manas. Und wir haben ja auch schon gesehen, im Beispiel des Kreuzes, wie das alles zusammenhängt. Das ist auch mit der tiefe Sinn des Kreuzes. Unter anderem ist es der Fall der Monade in die Materie. Ja? Das ist, da wird die Monade, kann man wohl sagen, gekreuzigt. An diesen Ozean der sich ständig verändernden und zunächst mal widerstrebenden Materie. Denn die Materie zunächst mal spürt den monadischen Impuls und will aber ihr eigenes. Und deshalb ist ja auch das Ziel, das muss man verstehen, das kann man aber nicht verstehen, wenn man sich mit der Lehre nicht befasst, ist natürlich der Sieg der Monade über die Materie. Bis es schließlich nicht mehr nur inkarniert oder reinkarniert, bis die Monade nicht mehr reinkarniert, weil sie nun gerade mal einem Ruf der Materie folgt, sondern umgekehrt. Meine Lieben, schauen wir uns mal den Menschen an. Ihr kennt ja diese Sage von der Sphinx. Ja, am Morgen, das war ja ein Rätsel. Am Morgen geht er auf Vieren, am Mittag auf Zweien, am Abend auf Dreien. Was ist das? Natürlich ist es der Mensch, denn am Morgen ging der Mensch auf Vieren, in seinem tierischen Zustand. Ja, die vorderen Gliedmaßen waren ja damals auch noch Bewegungsorgane. So, und dann hat er sich aufgerichtet. Und die Gliedmaßen sind in zwei Teilen. Und die Organe haben sich dann geteilt, in physisch, sinnlich und geistig und so weiter. Und dann ging er auf Zweien. Ja, aber jetzt könnte man sagen, das widerspricht doch der Lehre des Buchs des Lichts. Ja? Denn es heißt doch, das Tier oder alle Tiere stammen vom Menschen ab. Stimmt, stimmt. Aber zunächst einmal ist der Mensch auch vor vielen Äonen, diese Monade, durch diese Entwicklung durchgegangen. Das sind prääonische Lehren, die wir hier verkünden. Und da ist der Mensch zunächst mal, in dem Vergleich jetzt mal diese Sektion rausgenommen, in einem tierischen Zustand gewesen, aber das ist lange her. Jetzt ist es so für dieses Kalpa, für diese Entwicklung, dass der Mensch da entwickelt, voll entwickelt ist und jetzt alles sich von ihm praktisch abgesondert hat und dann die Entwicklung durchgeht, monadisch, Stein, Pflanze, Tier, Mensch. Also der Mensch von jetzt ging immer aufrecht. Aber ich habe jetzt mal prääonisch sozusagen, bin ich mal ganz weit zurückgegangen. Ja? So. Jetzt können wir mal sehen, am Ende der Evolution, kann man sagen, ist dann eben der Mensch, wenn ich jetzt mal bei dieser Lösung des Rätsels bleibe, dreigliedrig, in dem Atma, Buddhi, Manas, diese Dreifaltigkeit totale Kontrolle hat. Aber die andere Definition des Rätsels ist natürlich, was geht am Morgen auf Vieren, am Mittag auf Zweien, am Abend auf Dreien? Das ist natürlich der Mensch, indem er als Kind auf Vieren geht, nicht wahr? Krabbelt am Boden, dann als erwachsener Mensch wächst auf zwei Füßen und als alter Mensch auf drei, nämlich plus Krücke.